Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Ich bin heute wieder am Laufen und laufe hier. Ach, das erzähle ich gleich nach dem Intro. Puh! Hallo, hallo, hallo. Achso, habe ich ja schon gemacht. Habe ich ja schon gesagt, Intro gab es ja schon. Also, ich bin jetzt hier 10 Minuten schon unterwegs, ungefähr 5 bis 10 Minuten, keine Ahnung, und laufe meine, naja, 10 Kilometer werde ich heute bestimmt laufen, ist alles cool. Gerade Strecke bis jetzt, aber da hinten kommt ein fetter Arschlochberg, das ist der arschlöchigste Berg im ganzen Taunus, würde ich mal behaupten. Der geht so steil und da will ich jetzt hin und dann schauen wir mal, wie ich da hochkraxe. Mann, oh Mann. Also irgendwie kommt der Arschlochberg doch nicht. Ich weiß nicht. Ich will mich verlaufen. Kacke. Voll weit noch. Ich bin schon jetzt 10 Minuten weiter. Aber der kommt nicht. Mist. Ich müsste eigentlich auf dem richtigen Weg sein. Bin mal gespannt. Ja. Verdammt nochmal. Aber ich halte euch auf dem Laufenden. Denn ich bin der Meinung, dass hier dieser bescheuerte Berg kommt, den ich bezwingen möchte heute. Das ist ganz wichtig. Wichtig für mein Seelenheil am heutigen Trainingstag. Aber irgendwie sieht das so ein bisschen komisch aus hier. Bin mal gespannt. Es ist soweit. Ich bin am Arschlochberg angekommen. Ich habe ihn gefunden. Ja, hier geht es jetzt hoch. Kann man mal zeigen. Fett da hoch. Sieht man das? Wie der Blattfahrer. Der versucht es auch gerade. Den Radfahrer. Mal gucken, ob ich ihn einhole. Jetzt kann ich Tempo machen. Wie geil ist das denn? Die Sau krieg ich. Obwohl er mit dem Rad wahrscheinlich schneller ist. Aber das ist natürlich eine Herausforderung, der Berg. Der ist echt sausteil. Ich weiß nicht, was der für eine Steigung hat. 4000%. Aber ich komme dem Radfahrer näher. Bis der ist weit weg. Der schafft es noch, vor mir oben anzukommen. Ja, der ist oben. Mist. Aber herzukommen war schon eine Tour von gut 20 Minuten. Oh, jetzt muss ich kämpfen. 20 Minuten hergelaufen, den Berg hier hoch, die ersten 150 Meter, dem Radfahrer hinterher geeiert. Oh, jetzt kann ich nicht mehr, aber ich halte durch, alles gut. Ich bin gleich oben. Und dann geht's erstmal ein Stückchen waagerecht. Wo ist er, die Sau? Wo ist der Radfahrer? Der ist weg. Den sieht man nicht mehr. Sobald es waagerecht wird. Aber ich hab's geschafft. Ich bin oben. Geil. Jetzt laufe ich noch ein Stückchen da weiter. Dann drehe ich rum. Und dann habe ich eine Stunde voll. Super. Das war der Plan. Mittlerweile habe ich gedreht. Und bin wieder auf dem Rückweg. Den Arschlochberg habe ich schon wieder hinter mir gelassen. Bin jetzt so bei 40 Minuten. Und ja, muss noch 20 Minuten laufen. Muss noch eine kleine Schleife machen vor dem Auto, sodass ich die Stunde voll kriege, weil ich werde wahrscheinlich so bei 55, 53, mal gucken, Minuten, werde ich da ankommen. Aber ich will meine Stunde voll machen heute. Dann habe ich ungefähr 10 Kilometer und dann ist alles cool. Sehr gut. Also, ich melde mich gleich, wenn ich am Ende angekommen bin. Eine Stunde habe ich jetzt voll. Stunde und 2 Minuten sogar. Vorne, wenn ich beim Auto bin, sind es Stunde 3 oder so wahrscheinlich. Oh, sehr gut heute. Arschlochberg bezwungen. Den Radfahrer habe ich nicht gekriegt. Die ist sauer. Naja, egal. Könnt ihr auch alles machen, könnt auch laufen gehen. Irgendwas tun, ein bisschen Workout oder so. Tut es, es bringt euch was. Egal wie unfit ihr seid, tut es einfach. Ich sag Cheerio, Miss Sophie.
Cheerio, bis Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog. Wir sehen uns.